2012. Wieder ein langes Jahr vergangen. Wie immer eine kurze Rede von mir. Sein musste leider, das zeige ich auch so richtig, bin ich der Redenmensch. Trotzdem fangen wir an. Sehr geehrte Frau Dörnberg, sehr geehrte Frau Weber, sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde der Feuerwehr, liebe Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Woltersdorf. Ich begrüße Sie und ich begrüße euch alle ganz herzlich zur offiziellen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Woltersdorf sowie zum 118-jährigen Jubiläum, was ich gestern am 24. ja, zum 118. Mal gejährt hatte. Wir haben gestern schon ein kleines bisschen vorgefeiert für heute, dass wir heute... Weil hätten wir gestern nicht ein bisschen gefeiert, hätten wir keine Sitzplätze gehabt. So, ich will Sie, meine Damen und Herren, jetzt gar nicht mit vielen Zahlen und Statistiken langweilen, sondern wirklich nur einige kurze Anmerkungen zum zurückliegenden Jahr 2011 machen. Auch 2011 haben wir das Qualifikationsniveau der Kameraden weiter angehoben, die Einsatzbereitschaft kontinuierlich abgesichert und wir wurden im Jahr 2011 zu insgesamt 374 Einsätzen gerufen. Das waren Brandeinsätze, Hilfeleistungen aller Art, Verkehrsunfälle, 117 First-Responder-Einsätze und auch insgesamt über 35 Nachbarschaftshilfen in anliegenden Gemeinden und Städten. Unsere Kameraden haben wieder im letzten Jahr viele Menschenleben gerettet, Schäden vermieden und Vermögenswerte in Woltersdorf für Woltersdorf erhalten. Ich weiß, dass viele der hier anwesend eigentlich auch wieder für das Gefäß warten, aber ja, müsst da durch. Trotzdem möchte ich auch heute wieder die Gelegenheit nutzen und möchte mich wirklich aus tiefstem Herzen bedanken. Insbesondere, ich muss jetzt mal ein bisschen in Eigeninitiative sagen, bei meinen wirklich guten Einsatzkameraden, weil ohne euch wären 374 Einsätze im Jahr nicht möglich gewesen. Das Des Weiteren bei unserer Ehren- und Altersabteilung, die dieses Jahr, wenn ich richtig informiert bin, ihr neunjähriges Jubiläum feiern durften oder feiern werden, oder das ganze Jahr feiern, keine Ahnung. Man muss dazu sagen, alle Feierlichkeiten, die auf der Feuerwehr stattfinden, wären unsere ehrenamtlichen, ich nenne es nochmal liebenswürdig alte Herren, nicht möglich gewesen. Die Kameraden sind dafür da, wofür sie ausgebildet worden sind, Einsätze fahren. Unsere Ehren- und Altersabteilung sowie unsere Frauengruppe sind eigentlich das I-Tüpfelchen der Feuerwehr, die solche Feiern, solche Abende hier vorbereiten. Auch dafür ein Dankeschön. Ein ganz dickes Lob an dieser Stelle natürlich auch an die Jugendfeuerwehr. Wenn man nachher die Beförderung sieht, sieht man, wie viele junge Kameraden wir haben. Die heute ausgezeichnet werden, sind keine Quereinsteiger, sondern sind in der Regel alles Leute, die wir aus der Jugendfeuerwehr in den letzten 10, 15, 20 Jahren hochgezogen haben. Und ich glaube auch, dass man viel stolz sein wird. Wir haben sehr, sehr gute Jugendfeuerwehr. Bis dahin geht, dass wir uns ja manchmal leisten können, eine kleine Warteliste zu führen. Dafür auch mal Dank an die Jugendfeuerwehr. Trotzdem unsere Feuerwehr relativ groß geworden ist, wir sind jetzt mittlerweile bei 130 Leuten circa, suchen wir und wünschen wir uns natürlich immer wieder neue Kameraden, Quereinsteiger, Elektriker, egal was. Hauptsache zwei helfende Hände. Feuerwehr ist Feuerwehr. Feuerwehr funktioniert aber nicht ohne die Folgen genannten. Und deswegen möchte ich auch nochmal im Namen aller Kameraden mich bei den Fraktionen unserer Gemeindevertretung bedanken, bei allen Fachausschüssen, bei den Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung im Rathaus, die alle konsequent und nachhaltig die notwendigen finanziellen Mittel für die Feuerwehr bereitgestellt haben, um eine stetige Feuerwehr 365 Tage, 24 Stunden am Tage aufrechterhalten zu können. Auch Dank an euch. Applaus
Ich glaube, da wird auch sehr unser neuer Kletterwagen gefragt sein. Ist er da? Ja. Da ist er, er zahlt alles. Name Tauschek sollte man sich merken, wichtigste Mann jetzt in der Feuerwehr. Herzlichen Dank natürlich auch nicht nur an unsere Kameraden, die hier alle ehrenamtlich arbeiten. Ganz wichtig sind die Familien, die zu Hause dahinter stehen. Es sind Ehefrauen, Ehemänner, Lebenspartner und auch an euch. Wenn die Männer mal öfter abends spät nach Einsatz nach Hause kommen, hat alles in der Richtigkeit. Danke. Des Weiteren, wie in den letzten Jahren, möchte ich auch nicht versäumen, mich bei unserem traditionellen Duo, den Ehrenmitgliedern, DJ Toni, und überhaupt zu bedanken. Herzlichen Dank euch allen. Das heutige Programm sowie die kulinarische Versorgung stellt das B1 Sport- und Freizeitcenter zur Verfügung. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team des B1 Centers. Und wie fast überall Feuerwehr eine gewachsene Institution, funktioniert auch nur, wenn wir Unterstützung haben. Wir haben Unterstützung aus der Verwaltung, von den Mitbürgern, aber auch von vielen Gewerbetreibenden. Ich möchte an dieser Stelle ohne Anspruch auf Vollständigkeit mich nochmals beim Geschäftsführer vom B1 Center Peter Fahr bedanken. Unser lieben Freund Andreas Hügeland von der Sorgungsfirma Hügeland aus Rüdersdorf. Bei der FGM GmbH Frank Bettchen, er kommt heute ein bisschen später, trotzdem, Dank sei gesagt. Auch in den letzten Jahren sehr wichtig geworden, der Geschäftsführer der Firma HSD EG, Herr Lundler, Dankeschön. Ich habe noch nicht gesehen, unseren Fliesenlegermeister, Herr Möhrige, wenn er da ist, einmal Hand nach oben. Ist noch nicht da, trotzdem Dankeschön. Des Weiteren noch genannt, Pool-Service-Firma Tittmann aus Woltersdorf, bei euch habe ich gesehen. Und auch unseren langjährigen Freund, Jürgen Damaschke. Recht herzlichen Dank. Traditionell nehmen wir nun die Beförderung und Auszeichnung unserer Kameraden vor und im Anschluss daran ist dann auch das Buffet eröffnet. Ich wünsche uns allen einen sehr geselligen Abend und möchte heute auch im Namen der Kameraden für unser mittlerweile unser legendäres Feuerwehrfest einladen. Dies Jahr 17. Mai bis zum 19. Mai würde mich auch im Namen der Kameraden freuen, Sie hier vor Ort begrüßen zu dürfen. Ein Satz noch, dann bin ich fertig. Der heißt, mögen sich die Generationen nach uns immer ganz groß auf die Fahne schreiben. Gott zur Ehre, dem nächsten zu werden. Danke. Jetzt würde ich den Herrn Lange, Leiter Ordnungsamt Soziale Dienste, nach vorne bitten, der die Grußworte im Auftrag des Bürgermeisters Dr. Vogel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als zuständiger Amtsleiter bin ich vom Bürgermeister beauftragt worden, ihn heute hier zum einen seine Grüße zu übermitteln, zum anderen, und ich denke, da bin ich mir mit den hier anwesenden Mitarbeitern des Rathauses und Fraktionen oder Mitgliedern der Fraktionen der Gemeindevertretung einig, von Seiten der Gemeinde die herzlichsten Dankesworte an die Kameraden für die von ihnen geleistete Arbeit zu richten.
Dieser Dank gilt natürlich den Kameraden, aber es gilt, und Ralf hat das auch schon gesagt, gilt natürlich auch den Familienangehörigen, die diese Arbeit unterstützen. Es gibt eine kleine Erinnerung von Herrn Dr. Vogel, und die war dann so: Das erste Fast Bier für die Kameraden geht auf seine Rechnung. Insofern wünsche ich Ihnen heute hier einen schönen Abend und denke, Ralf, wir fahren fort. Eine Nachricht habe ich aber noch. Und die ist folgende: Wir haben Anfang des Monats mit den Führungskräften dieser Feuerwehr zusammengesessen und haben im Prinzip das Verfahren für die Berufung des Gemeindebrandmeisters eröffnet mit der entsprechenden Anhörung. Die Anhörung war eindeutig. Der alte Gemeindebrandmeister soll auch der neue Gemeindebrandmeister sein. Das wurde Abschluss zum First Responder 2011 gemacht haben.
dazu. Ja, vier Kameraden, die von uns in der 2019 Abschluss gemacht haben, unser Team zu unterstützen in der Feuerwehr. Das ist einmal Michaela Pogunke, Daniela Noack, Enrico Bayer und Christoph Lindemann. Auch euch vorne. Gleich vorne bleiben. Bitte.
junge Dame aus der Jugendfeuerwehr zu den Kameraden übergewechselt, hat den Sprechfunker gemacht und des Weiteren kriegt sie jetzt meinen Abschluss zum Truppführerlehrgang. Auch mein Glückwunsch. Des Weiteren möchte ich jetzt die Beförderung für 2011-2012 aussprechen und bitte dafür wieder nach vorne Yvonne Breser, Stefanie Junge, Lars Bommer, Julius Wicker, Markus Schmidt und Nico Dürr. Zum Hauptbild.
Der Dienstgrad Brandmeister wird auch nicht alle Jahre vergeben und aus diesem Grunde müssen wir auch unverständlich großen Spaß machen, heute Daniel Langer. Roland Tittmann,
Flasche nach vorne zu posieren. Und wird dann kurz in den
den Abend einweisen. Einen kleinen Moment bitte noch. Und zwar, wir Kameraden haben uns überlegt, was wir auch dir mal Gutes tun können, weil wir wissen, du möchtest gerne mal befördert werden, belobigt werden oder sonst irgendwas. Und das können wir leider nicht. Das Einzige, was wir machen können, wir können uns bedanken für deine Geduld, für deine Launen. Und ich beglückwünsche dich für weitere 6 Jahre meine Bahnmeister. Danke. Erstellt und danke ganz herzlich für diese Unterstützung. Wir wissen, es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld bezahlen. Dafür ist auch diese Veranstaltung heute ein Zeichen. Herzlichen Dank für alle Unterstützung und auf weite gute Gemeinschaft miteinander. Ich bin jetzt einfach mal so frei und eröffne das Buffet. Ich war zwar auch nicht nachschauen, ob drin alles fertig ist, aber unsere beiden Küche haben mir vorhin versichert, wir sind um 19 Uhr fertig. Lass uns mal auf ankommen. In diesem Sinne also Tür auf und guten Appetit.